Kapitel 2 Penumbra. Was zum Teufel ist hier los? Nun, das klang nicht, als wäre der Anruf unwichtig. Er klang, als wäre er dir wichtig. Safi lebt. Hab ich es wirklich geschafft, die Zeit zurückzudrehen? Max. Alles okay? Du wirkst, als wärst du auf Drogen. Hä? Oh. Nein, ich bin wirklich froh, dass du hier bist. So wie deine Mom. Drogen, also. Sorry, worum ging es gleich nochmal? Jemand hat doch einen Anruf erwähnt. Ja. Ich war auch schockiert. Ich wusste nicht, dass Leute noch telefonieren. Sehr witzig, Ma. Und ja, echt keine große Sache. War bloß von einem Verlag. Richtig, dein Buch. Dein geheimes Buch. Ich bin stolz auf dich, meine Süße. Veröffentlichungen sind immer eine schwierige Sache. Danke, Ma. Gibt's in dem Laden auch Personal? Wir sind erst ein paar Minuten hier. Hast du mal als Kellnerin gearbeitet? Jemals? Ich kann sehr gern fragen, was so lange dauert, Jasmine. Kein Ding. Danke. Wirklich aufmerksam von Ihnen, Maxine. Aber nein. Die Kneipe könnte auch eine Renovierung vertragen. Komm schon, Jasmine. Wirst du nicht irgendwo anders gebraucht? Ich muss Safi fragen. Gott, was soll ich überhaupt sagen? Was ist das? Oh, shit. Mann, deine Nase. Ist okay, ist nur Nasenbluten. Ich bin gleich wieder da. Okay, damit herzlich willkommen zu Life is Strange Double Exposure. Und, ja. Das hier war echt schön. Das hier? Unser Mittagessen. Das tun wir doch jedes Wochenende. Ich weiß. Echt schön. Wurde Krampus nicht abgesagt? Ist das alles hier für die Krampus-Party? Wer tritt denn auf? Das ist für das Krampus-Event. Oh Mann, ist das dein erstes Mal? Ja, Krampus auf dem Campus ist, interessant. Und ja, genau. Danke nochmal für die Warnung vor dem Hinterhalt im Hof. Schön, dass es geklappt hat. Ja, unser Bündnis war eine gute Idee. Meinst du, wir sollten... 6. Dezember. Es ist also derselbe Tag. Ich bin nicht in der Zeit zurückgereist. Hier geht was anderes vor sich. Also das ist ja offensichtlich, was hier vor sich geht. Multiverse, sage ich nur. Multiverse. Das beliebte Mittel seit den letzten 5 bis 10 Jahren. Ich habe keine Ahnung. Schön zu sehen, dass sie für Weihnachten dekorieren. Oh, da wird mir ganz weihnachtlich zumute. Okay, was soll ich jetzt machen? Mich um meine blutende Nase kümmern oder hier mit, wie ist sie, Amanda, Angela, wie auch immer, quatschen? Wo auch immer ich bin, Bier gibt es immer. Bedauerlich. Wow, das sind wirklich die übelsten Sprüche aller Zeiten. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Kann ich heute bei dir schlafen? Ist dein Ellenbogen in meiner Magengegend gelandet? Denn du hast mir den Atem genommen.
Bestehst du aus Skandium, Wasserstoff, Argon und Fluor? Denn du bist scharf. Okay. Oh, Jesus. Klar, natürlich. Es gibt eine Snapping Turtle, also gibt Amanda. Es eine Amanda. Okay. Hey, Amanda. Machst du mal ein Taschentuch für mich? Wow. Ich dachte schon, du bist verloren gegangen. Oder hast dein Handy im Klo runtergespült. Oder so. Verloren? Nein. Du hast recht, ich bin passiv-aggressiv. Sorry. Aber du bittest um ein Date und dann ignorierst du 2 Tage lang meine Nachrichten. Irgendwie scheiße. Oh, ich hab dich um ein Date gebeten? Ja, so hab ich's verstanden, als du vor 2 Tagen bei mir warst und sagtest, dass du mit mir auf ein Date gehen willst. Oh shit, diese Amanda hat nie mit mir darüber geredet, es langsam angehen zu lassen, weil Safi nicht tot ist. Also, erzählst du mir, was passiert ist? Shit, ich hab gearbeitet. Und naja, manchmal bekomme ich dabei so eine Art Tunnelblick. Tut mir echt leid. Oh. Die alte Ich-musste-arbeiten-Ausrede. Ich wollte echt nicht, dass du dich schlecht fühlst. Hey. Dumm gelaufen. Ich will dich nicht nerven. Hat mich nur verletzt. Ich muss jetzt zur Arbeit. Pass auf dich auf, ja? Okay. Ich habe vor 2 Tagen trotzdem mit Amanda gesprochen. Bisher wirkt hier alles gleich. Bis auf... dass die Kollegin hier noch lebt. Okay, wir gehen mal weiter. Ich hatte gehofft, dass mit dem Nasenbluten sei vorbei. Muss mit dem Summen zusammenhängen. Und seinem Ursprung. Hier war ich schon, ne? Ja. Ich frage mich, ob diese Diamond auch eine starke Meinung zu diesem Lucas hat. Warte, es ist wirklich komplett abgesperrt? Ja, mit Absperrband und allem drum und dran. Hat das Nebula nicht schon vor Ewigkeiten dicht gemacht? Ja, aber Leute sind ständig für Partys eingebrochen. Nebula, das war die Bowlingbahn, ne? Jedenfalls, wer auch immer eingebrochen ist, hat den Laden total geschrottet. Das war ich nicht, nein. Wenn du an einem Portal stehst, kannst du mit L1 die Zeitlinie wechseln? What the heck? Hast du ein Portal? Wo kommt dieses Geräusch her? Da glitzert's. Okay. Lebendig, tot. Aha. Safi lebendig oder tot. Okay. Okay, warte mal. Ich bleib mal hier auf lebendig. Geschlechtsneutrale Toiletten. Das sieht man gern. Ja. Okay, ich kann hier wohl nichts machen. Also muss ich wechseln. Ja. Ich bin zurück, Holy oder? Moly. In der anderen Welt? Das ist so scheiße verrückt. Okay. Aufs Handy muss man auch noch gucken, stimmt. Okay, hey Max, danke, dass du dir vorhin im BK Zeit für mich genommen hast. Das brauchte ich. Da ist noch etwas anderes, aber das sage ich besser nicht in einer Nachricht. Können wir uns später treffen? Natürlich können wir uns treffen. Klar. Ist alles okay? Mein Bauchgefühl sagt, das sind keine guten Neuigkeiten. Warum auch? Okay. Und was will er? Danke, dass du dich um mein Paket gekümmert hast. Es kann in den falschen Händen temperamentvoll sein. Safi, wir sollten uns unterhalten.
Was? Safi? Safi, wir sollten uns unterhalten? What? Wolltest du mir texten? Max hier. Hast du mir versehentlich getextet? Sorry, das Ding tut, was es will. Wie kann Vin mich mit Safi verwechseln? Okay, du denkst wieder an Safi, wie? Tun wir das nicht alle? Hm. Okay. Hey, hat jemand am Aussichtspunkt Kryptide gesehen? Habe ich das nicht schon gelesen? Notizen. Okay. Filmstudentin. Okay, das sind nur die Infos über die Leute, die wir treffen. Zwei Semester. Professor. Max. Moses. Reggie. Safi. Vin. Jasmine. Okay. Und wie sieht's im Tagebuch aus? Das habe ich ja alles schon gelesen hier, ne? Okay, da waren wir angekommen. 6. Dezember. Diese kleine Scheißerin Loretta hält sich für eine Star-Reporterin. Was für eine Studentin gibt sich solche Mühe für einen Knüller? Vielleicht hätte ich nichts sagen sollen. Jetzt wird Gwen vermutlich von diesem Kind verfolgt. Wer war denn Gwen? Gwen? Ah ja, die Professorin. Genau, Gwen hat sich extrem verdächtig benommen. Da könnte etwas dran sein. Ja, ich finde auch, dass sie ein bisschen komisch war. Es ist einfach so traurig. Du kanntest sie doch gar nicht. Aber es ist trotzdem traurig. Noch ein Polaroid von unserem Phantomfotografen. Allerdings. Nein, Tony, es gefällt mir wirklich. Du bist so aufmerksam wie immer. Nein, kein Aber. Ich kenne dich nur. Wenn du mir ein Geschenk schickst, heißt das, du kommst dieses Jahr wieder nicht. Man muss Krampus doch nicht wegen einer toten Studentin absagen. Alter, ist das dein Krampus Ernst? Ist nicht gruselig. Es macht Spaß. Ich wollte nur, dass du endlich Safi kennenlernst. Und Max, du würdest sie lieben. Klar, ganz sicher nächstes Jahr. Und danke nochmal fürs Geschenk, Tony. Ernsthaft. Ich dich auch, Babe. Okay, wurde das jetzt durch das Polaroid ausgelöst? Wow. Hör ich was aus der anderen Welt? Okay. Aber Moses war nicht in der Snapping Turtle. Nicht wirklich. Das ergibt keinen Sinn. So war das nicht gemeint. Die Todesrate an Unis ist eben nicht null. Leute sterben ständig. Werden Leute ständig erschossen? Oh, hi, Miss Caulfield. Tag. Keine Weihnachtsdeko auf dieser Seite. Okay. Wenn ich es nicht da drauf schaffe, schmeiße ich mich eigenhändig vom Campus. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Kann ich heute bei dir schlafen? Okay, das ist dasselbe. Du siehst heute gut aus. Möchtest du einen Snack? Du musst mit Charts... Was? Du musst die Charts anführen. Denn von den Singles hier bist du die heißeste. Okay. Oh, scheiße. Ist das die Amanda, mit der ich heute Morgen geredet habe? Garantiert. Max! Du bist hier. Ich bin hier. Überraschung. Alles okay? Mir geht es gut. Du hast mich echt aufgemuntert.
Mein komödiantisches Talent steht dir immer zur Verfügung. Danke. Bist du hier wegen... Wir haben schon in ihrem Büro gesprochen. Ihr geht's wirklich... mies. Kein Wunder. Und wie? Ich habe ihr gratis Kaffee angeboten, solange sie will. Ich muss weiterarbeiten. Aber ich bin für dich da, ja? Danke, Amanda. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Noch eine Jasmin. Das Original? Sie ist so... Hi, Jasmin. Oh, Maxine. Sie sind hier. Ich würde sie einladen, aber... Ist schon okay. Geile. Nonu? Lass mal einen Kaffee rüberrücken hier. Ich lade mal die ein. Bleib stark, Max. Alles wird gut werden. Okay. Ich dachte, wir könnten hier eigentlich mit ihr quatschen. Ich hatte sie hier nicht erwartet. Nach unserem Gespräch hatte ich nicht vorzukommen. Aber die Gewohnheit siegt. Safia und ich aßen hier jede Woche zu Mittag. Schreckliches Essen. Aber nah am Campus. Ach, egal. Bis bald. Ach so, ich dachte, wir quatschen hier nochmal. Tut mir leid, Maxine. Ich kann nicht mehr. Ich finde das komisch, die Stimmen, die hallen so komisch. Ist das so gewollt? Ich finde das wirklich eigenartig. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Erst bei Max zu Hause und jetzt hier. Vielleicht nicht gut abgemischt, ich weiß es nicht. Okay, dann gehen wir nochmal auf die Tür. Wechseln. Okay, ich kann also hin und her reisen. Gut zu wissen. Safi und Jasmin fragen sich bestimmt, wo ich bin. Ich sollte zurückgehen. Okay, dass sie sich nicht fragt, was das soll. Es ist eine andere Zeitlinie. Es ist... Das hinterfragt sie irgendwie gar nicht. Ist schon komisch. Schnappschuss. Na gut. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Safi hier ist. Sie lebt. Und ist mit Jasmin zu Mittag, als sei nie was passiert. Als hätte ich nicht vor 2 Tagen selbst gesehen, wie sie stirbt. Für den Fall, dass das wirklich passieren sollte. Das sollte natürlich sein. Na komm. Du kriegst mich nie lebendig. Mach doch mal eine schönere Pose, Safi. Safia, genau. Mach mal halblang. Mach mal halblang. Sei mal nicht so grimmig. Sei froh, dass du noch lebst. Komm schon. Na gut. Der Tag, an dem ich ein ungestelltes Foto von Safi erwische, wird mein krönender Moment sein. Ich schwöre, irgendwann kriege ich ein ungestelltes Foto von Safi. Okay, ich habe nichts gedrückt. Das hat automatisch so gemacht. Ehrlich, Safia, du hättest eher mit mir sprechen können. Das habe ich ja versucht, aber... Alles klar? Du brauchst keine Bluttransfusion? Oh nein, ist okay. Liegt sicher nur am Wetter. Oh, wurde gewaltiges Nasenbluten vorhergesagt? Die Pflicht ruft. Schick mir die Rechnung für die Windschutzscheibe, ja? Rechnung? Nur noch mehr Scheiß. Jemand... Warte, ich zeig's dir, ist einfacher.
Scheiße. Fuck, Safi, ist das dein Auto? Charmant, oder? Über Nacht passiert. Meinst du, dass es eine Drohung ist? Von wem, Veganern? Ist keine Burger mehr, sonst da geht's dir genauso. Wer weiß. Nix gegen Veganer. Um das Gottes wird Willen. Jetzt albern klingen, aber ich habe das Gefühl, ich kenne diese Kuh. Ich kenne diese du? Kuh. Von dort drüben. Ah. Ach, ich muss los wegen des Abschleppwagens. Hey, wart mal. Da steht doch was. Da, auf dem abgebrochenen Horn, oder? Max, ich mag dich wirklich, aber ist das echter Zeitpunkt? Ich will mir echt nicht ständig mein ruiniertes Auto angucken. Ja, yeah, sorry. Okay. Ist okay, sie ist weg. Boah. Sag mir, dass mein Antrag Müll war, Isabel. Das wäre... Moment mal. Safi ist in dieser Welt am Leben. Dann wurde in der anderen ihr Auto vermutlich nicht geschrottet, oder? Richtig. Unmöglich. Wer ist heutzutage schon gegen eine 4-Tage-Woche? Verstehe ich auch nicht. Ich bin für die 4-Tage-Woche. Mit vollem Lohnausgleich, bitte. Nur so ist es möglich. So. Gucken wir uns den Schädel mal an. Upsi-dupsi. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Okay. Gut. Schädel hängt da noch. Sehr gut. Kuhschädel. Okay. Kann ich hier nichts damit tun? Doch. Da ist er. Genau, wo er hingehört. Steht aber nichts drauf. Mist. Größe spielt doch eine Rolle. Ich muss einen Weg finden, um da oben ranzukommen. Ich bin mir sicher, ich habe vorhin eine Trittleiter gesehen. Aber wo? Ja, irgendwo wird es schon stehen. Trittleiter. Wo habe ich... Habe ich die gesehen irgendwo? Hier nicht. Hier? Trittleiter, wo bist du? Nö, hier ist gar nichts. Die denn gesehen? Hä? Ich habe echt keine gesehen. Da haben wir Wasser. Ich sehe keine Trittleiter. War das vielleicht im anderen Universum? Okay, probieren wir's. Scheiße. Müssen wir ihn echt nach draußen lassen? Es ist Dezember in Vermont. Hab ich doch gesagt, nicht drin. Das ist eine sichere Zone. Den Toiletten. Hier draußen ist es viel zu kalt. Aber wenn sie mit den Spielzeugwaffen reingehen, bringt Amanda sie sicher um. Müssen. Hey, habt ihr den Toilettenschlüssel? Ja. Hey, ihr. Kann ich den kurz haben? Noch nicht. Wir brauchen den noch. Ihr braucht ihn? Yep. Die haben definitiv was mit dem Schlüssel vor. Die werden aber nicht darüber reden, während ich hier stehe. Aber wo ist die Trittleiter? Ich sollte sie mit meiner Macht belauschen. Aus der anderen Welt. Ja, guck mal, das ist die Trittleiter.
Endlich wird mein lebenslanger Traum, groß zu sein, wahr. Ja, und nun? Jetzt habe ich sie eingesteckt. Komm schon, Ma, du musst wirklich nicht mehr die unverwundbare Mutter geben. Ich find's gut, dass du Drogen genommen hast. Saphir, Maxine ist hier. Ich bin ihre Chefin. Du kannst mit deiner Angestellten Mittagessen ihr aber nicht von deiner Drogenvergangenheit erzählen? Ganz genau. Jawohl. Was für ein verrücktes System regiert dieses Land. Okay, das war jetzt ein Gespräch zwischen Mutter und Saphir, ne? Okay, dann hören wir mal zu. Aber ich höre nichts. Muss ich an einer bestimmten Stelle hier stehen? Okay, irgendwie komisch. Probieren wir nochmal zu wechseln. Vielleicht kann ich noch woanders wechseln. Oder ist die Toilette der Knotenpunkt des Universums? Sieht fast so aus. Irgendwie raff ich's gerade nicht. Ich sollte sie mit meiner Macht belauschen. Aus der anderen Welt. Aber wie? Ist vielleicht ans Fenster? Von der anderen Tür vielleicht? Nö. Okay, wie mache ich das hier? Muss ich irgendwas drücken? Aha. Okay. Ich will es nicht vermasseln. Er kommt raus, um sich den Schlüssel zu holen. Und wir erschießen ihn? Plötzlich soweit ganz gut. Und dann? Dann nix. Er ist raus und wir sind dem preisgelben Schiff näher. Was ist mit dem Mädchen? Um die kümmern wir uns später. Konzentriere dich erstmal auf ihn. Oh shit. Das muss das Assassinenspiel der Erstsemestler sein. Die benutzten den Schlüssel als Lockmittel. Ich bezweifle, dass sie ihn einfach rausrücken. Wo bekomme ich einen Ersatz her? Das ist der Weg zurück. Okay, das Gelbe ist die lebendige Welt und das Blaue ist, in der sie tot ist, ne? Okay, hier kann ich nicht nochmal mit ihr quatschen, aber ich kann hier die Leiter benutzen, ne? Bestimmt. Probieren wir es. Drehen. Signatur. Lucas. Call. Manero. Ist das eine Gravur? Ugh, das
Das ist so klein, dass ich es kaum lesen kann. Lucas Colmenero. Lucas Colmenero? Oh shit. Hat Lucas Safis Windschutzscheibe eingeschmissen? Er ist ein Arsch, klar. Aber Vandalismus passt nicht zu ihm. Aber wer sonst würde seinen Namen entfernen wollen? Seltsam. Einfach seltsam. Ich frag mich, ob irgendwer in der Snapping Turtle das Ganze beobachtet hat. Hey, Amanda. Ich habe eine weirde Frage. Hast du je welche, die nicht komisch sind? Gelegentlich. In einem Schaltjahr. Das ganze Jahr oder am 29. Februar? Wer stellt jetzt komische Fragen, hm? Okay, dann schieß los. Wie lautet die Frage? Sind hier neuerdings irgendwelche Schädel verschwunden? Wow. Das ist eine extrem spezifische Frage. Und ich fasse es nicht, dass die Antwort ja ist. Der einzige Schädel auf dem Campus. Verrat mir doch bitte, warum du fragst. Na, weil er irgendwie in Safis Windschutzscheibe gelandet ist. Warte, im Ernst jetzt? Was zur Hölle? Ja, ich spiele ein bisschen Detektiv. Scheiße. Ein Schädel? Noch nie was von Ziegelsteinen gehört? Wann hast du gemerkt, dass deine Kugel geklaut wurde? Gerade erst heute Morgen, vor Schichtanfang. Muss letzte Nacht passiert sein. Wusstest du, dass Lucas Name draufsteht? Wer? Oh, Colmenero. Ergibt Sinn. Er hat ihn uns geschenkt. Ernsthaft? Warum ein Kuhschädel? Nichts. Den blassesten Schimmer. Es ist mir physisch unmöglich, dem Typen beim Reden zuzuhören. Hast du ihn gestern Abend hier gesehen? Lucas? Ich glaube nicht. Warum? Du denkst, er ist in die Turtle eingebrochen, um... Was, seinen eigenen Schädel zu stehlen? Ich sag nicht, die Theorie ist gut. Hast du irgendwas gesehen? Was Verdächtiges? Mal ehrlich. Diese Abraxas-Leute sind doch immer irgendwie verdächtig. Die haben gestern Abend 6 Tische belegt. Vielleicht haben die was gesehen. Shit, vielleicht war es einer von denen. Danke dir. Das hilft mir weiter. Jederzeit, Sherlock Holmes. Fuck, ich muss nachdenken. Was passiert hier? Kuhschädel. Jemand hat einen Kuhschädel durch Safis Windschutzscheibe geschmissen. Könnte das Lucas gewesen sein? Moses sagt, Safi hat Lucas gehasst wie die Pest. Falls es da Stunk gab, hat Lucas es vielleicht an ihrem Auto ausgelassen. Das fehlende Horn trägt die Unterschrift von Lucas. Amanda sagt, der Schädel gehört Lucas und dass er ihn der Snapping Turtle gestiftet hat. Warum würde er einen Kuhschädel stiften? Okay, ich glaube aber nicht, dass er dann den entwendet. Mit seinem Namen drauf und ihn dann da reinschmeißt. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wäre doch ein bisschen doof. Okay, aber nur dieses eine Mal und nur, weil ich dich mag. Hey Max, ich bin gerade auf dem Hof angekommen, an der üblichen Stelle. Bis gleich. Also ist nicht gerade der wärmste Dezembertag. Sag Bescheid, falls du spät dran bist. Mich stört nicht
was, mich stört's nicht, aber du weißt ja, was man von Verspätung hält, wenn du es nicht schaffst. Auch kein Problem. Kann ich da antworten? Nö. Na gut. Was, wenn es kein Scherz ist? Was, wenn diese Safi auch in Gefahr ist? Ich hab sie gerade erst wieder. Wenigstens weiß ich, wo ich anfange. Bei Lucas Colmenero und der Abraxas-Gesellschaft.